jetzt ist es amtlich. Hertha BSC steigt nach 11 Jahren wieder ab in die zweite Fußball-Bundesliga. Klar ist halt auch, dass wir einen Umbruch im Kader haben werden. Deswegen, ja, werden herausfordernde Wochen und Monate. Jetzt haben wir abgestiegen, nicht schön. Jetzt musst du schon jetzt für die Zukunft arbeiten. Das war natürlich eine brutale Enttäuschung und man ist down und geplättet. Allerdings war es ja auch ein Sinnbild der ganzen Saison. In dem Fall habe ich den Abstieg mehr als Präsident erlebt, weil ich als Fan und meine langjährigen Zugehörigkeit zu diesem Verein macht mein Fan-Dasein ja nicht mehr vom Tabellenplatz, von der Liga oder vom Erfolg abhängig. Auch dann nochmal so ganz zum Schluss ein Wahnsinnsschlag, von dem man sich ja das emotional, wie jedem, der im Stadion war, wahrscheinlich jedem Herthaner, war es das emotionaler Tiefschlag, logischerweise. Natürlich wünsche ich mir als Fan, jedes Spiel zu gewinnen und Erfolg zu haben. Aber als Präsident dann musst du, glaube ich, eher die Schulter nach oben und den Leuten Zuversicht ausstrahlen. Das war eine der schwierigsten Zeiten und Momente in meinem ganzen Berufsleben. Wir haben wirklich wochenlang gekämpft mit dem innersten Team hier auch, um die Lizenzauflagen zu erfüllen. Weniger Einnahmen, wir müssen die Kosten reduzieren, den Kader reduzieren. Das war schon eine Herkulesaufgabe, die wir da bewältigen mussten. Generell sind wir auf einem wirtschaftlichen Konsolidierung, Restrukturierung und Sanierungskurs mit einem harten Cost-Cut, mit leidlichen und schwer fallenden auch Personalentscheidungen. Am 12.06. kam die Lizenzentscheidung. Ich war noch nie in meinem Leben so erleichtert, glaube ich, wie an diesem Tag und glücklich zugleich und auch stolz auf das, was wir da geschafft haben. Und ich bin dankbar, dass ich und froh und stolz mit solchen Kolleginnen und Kollegen das zusammen hier auf die Beine gestellt haben zu können. Ja. Ich habe hier unterschrieben, wollte unbedingt Bundesliga spielen, habe die Daumen gedrückt, aber war total hilflos. Und es war dann Samstagabend teilweise, dann waren Spiele. Ich habe zu Hause geguckt mit meiner Freundin und dachte mir so, ey, wie kann ich den Jungs Halt geben, Unterstützung geben? Aber ja, ist dann halt nicht so gut gelaufen. Ich hatte Lust auf die Herausforderung, da Teil zu sein, dass die Stadt komplett wieder hinter dem Verein steht, dass der Verein in die Fahrwasser kommt, wo er hingehört. Und klar, jetzt ist es noch mal, haben wir noch mal eine kleine Kurve genommen, noch mal ein bisschen weiter ausgeholt und kommen dann hoffentlich mit noch mehr Schwung zurück. Ich versuche auf jeden Fall auf dem Platz voranzugehen mit Leistung, mit Coaching, mit ja, Mentalität vor allem. Und neben dem Platz, dass ich den jungen Spielern sage, pass auf, komm, wir wollen alle erfolgreich sein. Wir wollen gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Dafür müssen wir fleißig sein, dafür müssen wir arbeiten. Und da versuche ich, das beste Vorbild voranzugehen und strebe danach, dass die sagen, oh krass, der macht ganz viel, der trainiert viel, der ernährt sich gut, der ist fleißig. Und dann kaufe ich dem auch ab, wenn der mir sagt, pass auf, da muss man mehr kommen oder das machst du gut. Ja, ich habe das eben schon beim Reinfahren gesehen. Was denn? Muss ich sagen, oh, die Frisur vorher war okay. Ich muss sagen, jetzt ist es nicht lässig. Danke, danke. Ja, höre ich, also glaube ich, scheiden sich die Geister dran. Echt? Tendenziell hörst du öfter, warum Fukuhila? Aber sonst sehen wir alle gleich aus, sage ich immer. Ja, aber nee, das ist wirklich. Das Olympiastadion, ich muss sagen, ja, ich finde es genial, es ist mega krass. Riesenstadion, DFB-Pokal, als kleiner Junge habe ich da schon immer die Finalspiele geguckt und ich finde, es ist ein anmutiges Stadion, wo man sagt, okay, das ist, da will man hin, da will man spielen. Auch mit dem Abstieg, dass da, ich glaube, viele Leute sich sehen nach Identifikationsfiguren, nach Spielern, die mit Herz auf dem Platz vorangehen. Ja, ich möchte auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinterlassen und klar, sportlich, fußballerisch, aber auch menschlich und charakterlich. Jetzt heute, die Ziel ist erstmal eine ja, sortieren oder selektieren, wie man das nennt, egal wie hart die Wort, damit eine gesunde Kader hast, dass die wollen, dass die Mentalität haben auch,
für diese Stadt und auch für Hertha BSC zum Arbeiten. Und ich weiß, wie hart ihr hier, Tom Herrig und Benny, auch zeigen, wie die da arbeiten. Weil ich habe das erlebt jetzt. Und ist nicht einfach. Du brauchst Erfahrung, du brauchst Spieler, die so eine Wege schon mal mitgegangen sind, die Erfahrung haben, aber die auch wirklich vorangehen. Und das war die Idee bei Toni Leistner in dem im Augenblick. Du kannst dann danach dann auch duschen, dann gehst du mit. Hendrik, Toni, ja, hallo. Grüß dich. Physio-Check hast du hier jetzt schon? Hab ich, ja. Passt. Und dann gehen wir jetzt ein bisschen mehr an die Performance. Kein Problem. Wobei das auch relativ entspannt ist. Ja, alles gut. Noch alles vorbereitet, habe ich schon gesagt. Ja, es war eigentlich relativ schnell klar, nachdem ich die Gespräche mit Benny und Zecke hatte. Die haben mich von dem Projekt schnell überzeugt und deswegen wollte ich das dann auch schnell machen. Zweikampfstärke, Kopfballstärke, Führungsstärke, bringt er alles mit? Und der auch sofort sagt, also er brennt für diese Aufgabe. Also richtig, die Testspiele sind immer gegen belgische Mannschaften. Ja. Kennst du, also extra weg da, da kommen alle wieder. Ja, aber ich glaube, das ist ganz gut so für die Mannschaft, weil die auch sehr robust spielen. Okay, sehr gut. Die belgischen Teams. Das haben wir gut probiert. Ja. Sehr schön. Cool, dann legen wir los. Also schön, wir freuen uns sehr, brauchen dich, auch mit Blick auf Saisonstart, mit Blick auf Trainingslager nächste Woche und dann ja, freuen wir uns, dass wir hier was gefunden haben, aber vor allen Dingen, dass dann die Aufgabe ja, dann auch starten kann und wird sich sicherlich auch noch ein bisschen was bei uns verändern in den kommenden Wochen, aber da haben wir hier jetzt schon mal einen Baustein gelegt und da sind wir echt, echt froh. Genau das, was wir auch gesagt haben vor drei Wochen, sag ich mal, vorangehen, Erfahrung einbringen, junge Spieler führen. Ich bin auch schon voller Tatendrang. Ich freue mich schon, endlich wieder loszulegen, zwei Kämpfe zu führen. Die Kamera, die auch nicht blinkt. Naja, die Zeit wird vorbei. Okay. Oh, brillant. Mann, ich drücke die ganze Zeit auf Stopp. Lass mal ein Intro drehen, weißt du, du machst so... Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier bei der Benze Cam. Das ist jetzt drauf, ne? Ey, ich hoffe, die nehmen das. Nehmt das rein, bitte, bitte. Das müsst ihr reinnehmen. Hundertprozentig. Oh, das ist das Intro. Klar. Robert? Nochmal? Grüß doch mal die Kamera. Marco! Marco! Stadtrundfahrt. Schauen wir mal, wie die Stadt aussieht. Ne? Genießen wir die Natur, schön mit dem Fahrrad draußen. Genau. Eine wunderschöne Landschaft hier mit schönen Bergen. Ja, also ich war noch nie vorher in Österreich, aber es gefällt mir sehr, sehr gut hier. Ich finde das auch mit den Bergen sehr, sehr schön und generell das Trainingslager, es macht sehr, sehr viel Spaß. Dankeschön. Ein paar Tage bevor wir losgeflogen sind, da hat Paul dann gesagt, dass nicht alle Spieler mitkommen aus dieser Trainingsgruppe. Und dann hat er aber eine Liste in die Kabine gehangen und da stand dann mein Name drauf und da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich mitfahren darf. Ja. Ich wusste das eigentlich schon vorher. Also im Januar, da wo die in Amerika waren, da sollte ich auch eigentlich mit, also so nachnominiert werden, falls einer nicht mehr kann, nicht mehr dabei ist und so. Und dann meinten die aber, dass ich im Sommerfest dabei bin. Also erstmal haben wir Jungs, die zuhören.
das mag ich echt nicht, dass da jeder meint, jetzt sei die Alten. Aber es gibt natürlich schon mittlerweile gibt's viele Junge, die wo denken, sie sind die Besten. Muss man sagen, haben wir jetzt nicht so. Natürlich haben wir auch mit einem Trainer einen an der Seitenlinie, der wo da schon auch aufpasst. Und was schön ist, die kennen sich auch untereinander. Die haben sehr viel gemeinsam gewonnen, von kleiner Kind bis oben. Und bis jetzt als Herr Taner, die waren sie immer Gewinner und Sieger. Wir kennen uns ja auch schon so lange jetzt, so seit der 12 oder so spielen wir zusammen alles, Benz, Eli, Passi und so. Und jetzt hier zusammen bei den Profis zu sein, ist halt schon was Besonderes. Ist echt alles positiv, es sind gute Jungs, auch spielerisch super Jungs. Von dem her macht Spaß, kann gern so weitergehen und dann schauen wir mal, wo es hingeht bei den Jungs. Die sind Gewinner und mit dieser Gewinnermentalität haben wir sie hochgekommen zu einer Mannschaft, dass die letztes Jahr immer verloren hat. Und ich glaube, das ist auch gut für die Spieler, die hier geblieben sind, mit den Jungs zusammen zu sein, dass die immer wieder alles gewonnen haben. Natürlich, das ist die letzte Brücke ist die schwierigste, Männerfußball. Aber die haben Selbstvertrauen, die bilden sich so eine gute Truppe, halten sie gut zusammen, an den Tisch, wenn die essen, wenn du siehst, in die Stadt für die umlaufen, egal was sie machen. Da siehst du, dass die diese positive Herdtanner sind und das brauchen wir. Ja, und dadurch, wenn ich das alles zusammenmische, die Mischung, viele junge Spieler, ein paar sehr gute erfahrene Spieler, ich glaube, ein paar neue Spieler, momentan alles passt. Philipp, what do you say today's training? How was it? Ebo was the worst. The worst? Like always, right? Like always, yeah. See you tomorrow. Ciao. Schon krass, aber für Hertha TV machen wir alles. Das bitte nicht nehmen. Sicher, aber das Spiel muss zu speziell. Vollgas, hohe Intensität, das ist wichtig. Ich glaube, in dem Spiel haben Marco und ich ganz gut harmoniert, sehr gut gesucht und gefunden. Und dann ist der Ball rechts rausgekommen, da hat Marco den Ball bekommen und ich habe am zweiten Pfosten den Raum gesehen, dass da Platz ist, habe angezeigt, gerufen, hat einen guten englischen Ball gespielt und habe den ganz gut getroffen ins lange Eck. War super, schönes Tor fürs erste Tor und jetzt hoffen wir, dass zeitnah am Pflichtspiel auch soweit ist. Über die Seite, hinten, immer klären, wenn man den beschäftigt. Muss man nicht großartige Sachen machen, einfach klären. Jetzt kann ich nur einen sagen, macht diesen Spaß, Seite zu stehen. Das sage ich nicht nur ich, sagt der Fitnesstrainer, das sagt die alle Trainerkollegen. Torschütze zum 2:1, die Nummer 23, der Kapitän Marco Richter. Bei so einem großen Verein, nach zwei Jahren die Binde tragen zu dürfen, ist eine Riesenehre. Ich versuche die Jungen zu pushen, weiterzuhelfen, aber auch natürlich den ein oder anderen Rat von den Älteren trotzdem mitzunehmen, was auch völlig klar ist. Die helfen mir natürlich auch in der Kabine für die Stimmung auf dem Platz. Und trotzdem bin ich sehr stolz, dass ich die Binde tragen darf. Um 50. oder 60. Minute, so, da wo Benzi mir den so schön gechippt hat, so hinter die Kette. Dann wollte ich halt schießen mit rechts, aber habe mich ein bisschen so verrechnet an der Flugkurve. Ich hätte ihn eigentlich links nehmen sollen. Ich habe den Ball nicht richtig getroffen und dann bin ich so am Boden hängen geblieben. Dann habe ich mir so mein Knie verdreht mäßig so und dann, ja, also habe ich halt gespürt, dass es halt sehr weh getan hat und so, aber ich habe halt weitergespielt. Und ich konnte halt auch weiterspielen. Ging. Er hat dann aber noch weitergespielt und deswegen wussten wir jetzt nicht, dass das so was Gravierendes ist. Aber dann hat er uns ein paar Tage später davon erzählt, dass er wahrscheinlich operiert werden muss. Später dann war ich beim Doc und er hat mich halt behandelt und zum MRT geschickt und dann
kam es halt raus, dass mein Meniskus da ein bisschen kaputt ist. Und also man merkt auch schon, dass ihn das irgendwie mitnimmt, weil Ibo halt jemand ist, der immer einfach nur gerne Fußball spielt. Und das ist dann auch für uns nicht so einfach, ihn so traurig und niedergeschlagen zu sehen. Die meinten, dass bis ich mit der Mannschaft wieder trainieren kann oder so, dauert so 3 bis 6 Monate. Was ich jetzt alles verpasse, so Saisonanfang, die ersten Spiele, Düsseldorf, HSV, alles. Ja, ich war einfach ein bisschen gebrochen. Ja, wieso? Marius Gerzbeck, Neuverpflichtung von Hertha BSC, zurückgekehrt. Und jetzt gab es am Wochenende die Nachricht, dass er mit einem 22-jährigen Österreicher aneinander geraten sein soll, von der Polizei aufgegriffen. Ja, wie habe ich das mitbekommen an dem Tag? Ich hatte morgens um 9 einen Termin mit einem Berater oder hätte ihn gehabt in der Lobby. Ich habe irgendwie 10 vor 9 schrieb er eine Nachricht, er ist schon da. Und dann bin ich kurz danach bin ich im Fahrstuhl und bin runtergefahren, weil ich dachte, ja, bin soweit und kann den Termin gehen und komme aus dem Fahrstuhl raus und ich weiß gar nicht, ich glaube, da kam der Teamleiter kam mich zu und an der Rezeption standen halt 4 Polizisten und sagten, sie hätten gern einen Verantwortlichen gesprochen. Und dann bin ich halt hingegangen und dann haben sie mir eröffnet, dass sie gerne mit einem Spieler von uns, der Marius heißt, sprechen möchten oder er bitte aufs Polizeirevier kommen soll. Erstmal war ich sehr überrascht, wie ich es dann mitgekriegt habe, weil Marius echt ein feiner Kerl ist. Echt top, wir haben uns super verstanden, sitzen nebeneinander in der Kabine mit Toni, mit Gersi und wir drei waren. Wir sind so die Familienväter, die früher aufstehen wie alle anderen. Und darum war es ein Schock. Fand ich halt schade, weil Marius war schon wirklich, er hat sich halt oft gut um uns gekümmert, um uns Jüngere. Hat uns oft geholfen, Tipps gegeben und so und war schon wirklich eine coole Person. Scheiße, denkst du? Du denkst in dem Augenblick, du wusstest ja nicht, was ist genau passiert. Dann gab es schon die ersten Pressemitteilungen oder ersten Meldungen kamen dann auch schon. Und trotzdem geht es dann in dem Moment, das zu versuchen, professionell zu handeln. Und das ist uns auch zusammen mit auch den Spielern dann einfach auch gelungen. Marius hat nicht die Team geschädigt, ja. Also ich habe nie gespürt, dass die irgendwie die Jungs so lange darüber. Das Konkurrenzkampf, guck mal. Jeder ist ein kleiner Egoist, ja. Du sollst sein eigenes Schicksal gucken. Diejenige, die im Zimmer geblieben, hat vorne gerutscht. Diejenige, die rausgegangen, ist rausgerutscht. Also das ist ein harter Konkurrenzkampf und da hast du noch wie viele Torhüter in der Straße, die keinen Verein haben. Nach dem ersten Training, wo dann wieder wir in diese Abläufe reinkamen, hat es dann wieder langsam begonnen, dass es wieder ein bisschen entspannter wurde. Ich bin dann auch wieder einer, der wo dann wieder positiv nach vorne schaut. Wir hatten dann auch ein wichtiges Testspiel gleich danach. Antwerpen, belgischer Meister, Topspieler in ihren Reihen, werden Champions League spielen. Wir haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, eine Top-Leistung abgeliefert, weil es einfach so, jeder fightet für den anderen. Wir laufen als Einheit an, wir spielen mit dem Ball als Einheit und es macht echt riesen Spaß. Was uns ein bisschen abgegangen ist, waren die Tore. Wir hatten genügend Chancen, ich, Winkler, Marco, Reese, wir haben echt gute Chancen gehabt, das müssen wir besser machen. Aber so, ich glaube, Paul, der Trainer, sagt es auch ganz oft, dass ihm auch richtig Spaß macht momentan. Das sagen wir nicht einfach so, das ist einfach so, es macht Spaß.
Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeitsmoral, eigentlich mit den Ergebnissen auch. Außer in dem letzten Freundschaftsspiel, dass wir nicht Tore gemacht haben, obwohl die Chance war da. Ist halt auch jemand, der, muss man schon klar sagen, der hat dann auch auf uns in dem Augenblick gewartet. Der hat andere Möglichkeiten gehabt. Und das ist doch das, was wir Fans uns eigentlich wünschen, dass wir Spieler haben, die sich mit der Aufgabe und dem Verein identifizieren. Und für uns ging es halt auch darum, einen erfahrenen Stürmer zu finden, der auch sofort für so eine Aufgabe gebrannt hat. Wenn du die 9 hast, dann will ich halt auch 15 Tore diese Saison. Das ist schwer, ne? Zu tragen. Ja. Ist nicht gleich. Ja. Smile ist halt jemand, der einen Weg gegangen ist über Österreich, dann über Belgien, aber dann vor allen Dingen auch über die bosnische Nationalmannschaft, wo wir ja schon die Überzeugung einfach haben, dass er uns ganz viel geben kann. Der auch sofort gesagt hat, Berlin, normal zweite Liga eigentlich nicht, aber Berlin und Hertha juckt mich, weil er als junger Kerl hier auch schon mal im Stadion gewesen ist. Sammy wird dich ein bisschen begleiten, dann treffen wir uns morgen früh und dann geht's aber auch schon los, weil viel Zeit haben wir nicht mehr. Ja, in 2 Wochen, ne? Genau. Wir haben einen echt guten Mix zusammen, das muss man sagen, aber natürlich schauen wir uns auch noch um und natürlich, wenn du möglicherweise noch Spiele abgibst, dass du dann auch noch was mit dazu nimmst. Aber auch so eine Kaderplanung ist ein Prozess, den du jetzt nicht in einmal diesen jetzt knapp 2 Monaten hier haben nicht, sondern das wird Stück für Stück auch in den kommenden Transferphasen sich weiterentwickeln. Ich weiß, im Trainingslager habe ich mal nach einem Tag, wo dann viele Bewegungen da waren, mal am Abend aufs Telefon geschaut, da waren es 75 Telefonate an einem Tag. Also das vielleicht als Einordnung ist nicht jeder Tag so, aber ja, das gehört dazu. Jetzt ist der Deal durch. Jetzt können wir nochmal über Jesse Ngankam sprechen, der zu Frankfurt wechselt. Also ich kenne Jesse, war so klein und kann mir bei Jesse einfach auch nur ehrlicherweise jetzt in der Rolle bedanken für seinen Weg, den er hier bei Hertha gegangen ist. Unser Berliner Weg heißt aber auch das. Und dann geht es halt darum, dass du ein Miteinander findest, was für alle Seiten dann natürlich passt. Und das ist hart, weil wir schon natürlich auf unserem Weg, dass es ein Gesicht ist an der Stelle. Trotzdem glaube ich, dass er Hertha weiter total im Herzen hat. Und das ist dann Profifußball. Harter Kostkart in allen Bereichen. Wir haben den Kader extrem runtergefahren, also monetär, ja, also das war die Herkulesaufgabe auch zwischen den wirtschaftlichen Vorgaben und dem Sport. Und so ist sowohl Luka als auch Christoph Piontek einfach zu bewerten in dem Augenblick. Eins meiner schönsten Trainingslager, so vom Mannschaftlichen her. Mit den älteren Spielern, mit den jüngeren Spielern, ich glaube, das ist ein ganz guter Mix. Es ist nicht einfach, auch nicht für die Mannschaft. Es kommen Spieler, es gehen Spieler. Wie ich aber erwähnt habe, die Stimmung ist eigentlich sehr, sehr positiv in der Kabine, hat sich einiges verändert. Ja! 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 So schlecht, ey! So schlecht, ey! Ich glaub, den Ball einfach nicht. Hey, wir sind zusammen. Hey, genau, du wolltest doch verloren.
Okay, auf geht's, Jungs, okay. Ja. Ja, Wenzel! Mach einfach, Wenzel, zweite Tür. Ja, ja. Ja, mach gut. Jetzt ist er, auf dem Rad und Auto ist runter. Wow, weiter, ja! 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 Ich habe gesagt, ich bin kein Mensch für Trainingslager. Für mich soll die Liga sofort losgehen, wenn möglich. Aber Vorbereitung ist wichtig und dafür kann ich sagen, hier war die Bedingung gut. Wir haben eine gute Vorbereitung gemacht, auch physisch, auch taktisch, auch für den Teamgeist, was nötig ist. Ich glaube, können wir alle zufrieden sein. Ich hab übrigens hier, wenn wir mit der Kamera unterwegs sind, das kann man ruhig mal erwähnen. Läuft das? Die Figur hier wurde nach meinem Körper gegossen. Dann müsst ihr nicht lachen. Ist nach meinem Körper wurde diese Figur gegossen. Also und dran. Nein, hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist es soweit und freuen wir uns sehr, dass wir jetzt das hinbekommen haben und jetzt endlich loslegen können, weil ein paar Tage geht es schon los und ich glaube, wir freuen uns, wenn du hoffentlich dann morgen schon auf dem Platz stehst und wir loslegen können und unser Projekt angehen können, wie wir es vor ein paar Wochen, gefühlt schon Monaten mal gesprochen haben. Und dass wir die Steine aus dem Weg geräumt haben, die dann da noch lagen, auch wenn es nicht ganz ohne war, für dich ja auch. Na gut, Palko kennen wir ja nun, weil er einfach von hier kommt. Er hat ja alle Jugendmannschaften durchlaufen, von klein auf. Der Kontakt ist nie abgerissen. Und auch bevor Pal Trainer geworden ist, stand Palko schon auf unserem Zettel, weil wir ehrlicherweise ihn nie aus den Augen verloren haben. Themen, die wir, glaube ich, im Vorfeld einmal kurz durchsprechen sollen, ein paar Dinge, auf die ich dich kurz vorbereiten möchte. Wunschspieler, die Frage wird an dich kommen, wen wünschst du dir noch auf dem Flügel oder sonst wo, ne? Das ist im Mittelfeld. Ja, Ribery und Robben, wir sind genau. Dran und genau. Der Rest überrascht uns noch. Benedikt überrascht uns. Genau. Dann müssen wir auch ein bisschen locker bleiben. Trainer haben wir die Konsequenz genommen, Mannschaft hat danach halt mal weitergearbeitet, weil wir haben mit 8 Uhr angefangen und danke, dass Sie lachen. Ja, das stimmt. Am Anfang habt ihr geschrieben, wir haben so viele. Genau. Ja. Dann musst du uns einladen. Ein Eiscreme oder so. Oder ist da besser für uns? Ja, definitiv. Schönes Bierchen. Ich mag nicht so gerne Eis. Wir gehen, Paul und ich gehen gerade zur Finale. Soll ich mich dann anmelden oder? Ja, alles klar. Bis dann. Tschüss. Und viel zu früh.
immer ruhig bleiben, lachen. Alles gut. Lass uns mich provozieren. Danke. Hallo. Herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich unseres Zweitliga-Auftaktes am kommenden Samstag, 20.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf. Sagen, wir haben gut gearbeitet, wir werden fit sein. Funktioniert die Mannschaft auch, ja, wenn man die Spielzüge guckt oder von Fußballkultur her, auch defensiv Anlauf, für alles passt. Aber ich weiß nicht, von welchem Niveau da ist das. Nein, das Spiel wird hier sein, dass wir den Platz kaputt gemacht haben mit den Gegnern zusammen. Und Sie hier mit euch, kommt dann auf! Düsseldorf ist ein ernstzunehmender Gegner, aber wir sind Hertha BSC, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Natürlich auch nicht so klar, was auf uns zukommt. Dennoch sind wir gut ins Spiel gekommen, hatten unsere Chancen, sie hatten natürlich auch ihre Chancen. Olli hat super gehalten, den einen oder anderen Ball. Wir waren völlig im Spiel. Haben einmal geschlafen, als der Ginczek den Ball dann hinten reinköpft. So frei dürfen wir den nicht lassen. Aber ich glaube, dass grundsätzlich von der Mentalität her das schon gepasst hat. Wir offensiv noch zu wenig miteinander gespielt haben, die eine oder andere Situation falsch ausgespielt haben. Ist auch im Namen der Mannschaft kann ich sprechen. Das ist ein super Junge, der jeden Tag Gast gibt, der sehr jung ist und sehr talentiert ist. Und ja, der, glaube ich, eine Gabe hat, was nicht so viele Spieler bei uns haben, die den letzten Pass sehr, sehr gut oder der den letzten Pass sehr gut spielen kann. Und gerade in der Phase braucht ein Mentor und er hat in der Vorbereitung oft diese Impulse uns gegeben. Und ich wollte ihm einfach das Gefühl geben, dass er da draußen in seinem Debüt, zweite Liga-Debüt, ja, mit Selbstvertrauen spielt und dass er ein geiler Typ ist. Und ich habe ihm irgendwie sowas gesagt, dass er es drauf hat, dass er es jetzt allen zeigen kann endlich, dass er es sich mehr als verdient hat. Umso länger das Spiel wurde, umso ungeduldiger wurden wir auch, glaube ich, weil wir das Spiel auch unbedingt ja, wenigstens den Punkt mitnehmen wollten. Am Ende hin muss man sagen, dass wir zu unkonsequent waren mit dem letzten Pass oder auch mit den Torschüssen. Die
die Hälfte der Mannschaft hat Krämpfe am Ende gehabt. Wir haben wirklich alles reingeworfen. Deswegen würde ich sagen, als große Überschrift, ja, unglücklich. Wir wollten, aber am Ende ging dann einfach auch nicht mehr. Das Geschäft, Spieler kommen, Spieler gehen. Jetzt bin ich natürlich froh, dass ich jetzt spielen darf. Aber hier ist Gefahrenfotum. Zeig mal, dass du etwas kannst. Sei mal ein bisschen gieriger zum Gewinner. Was wichtig sein wird, wenn die Mannschaft dann steht, dass wir dann richtig anfangen zu marschieren. Okay, komm, Männer, komm!